Also willkommen wieder zu unserer Sendung Standard Berlin und mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn ich diese kleinen Makrönchen hier sehe. Und die kennen Sie sicher auch und die kann man immer so schön so zwischendurch mal schnappeln. Also wunderbar. Und da habe ich gedacht, wer macht denn das in Berlin? Werden die hergestellt in einer riesen Fabrik, fabrikmäßig aus Frankreich oder woher? Nein, eine junge Frau macht sie selbst. Laura Leising, herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Makrönchenmanufaktur, so heißt Ihre Firma. Genau. Wie sind Sie denn darauf gekommen, diese Köstlichkeiten zu fabrizieren? Tja, da bin ich drauf gekommen, es ist jetzt ja, fast schon 7, 8 Jahre her, dass ich durch die Welt gereist bin, noch damals in meinem alten Leben sozusagen, in meinem alten Job. Ursprünglich? In meinem alten Leben habe ich gearbeitet in einem großen Verlagshaus hier in der Stadt und habe dort die Kommunikation und das Marketing gemacht. Und da war ich eben auch viel unterwegs, auch privat war ich viel auf Reisen und habe in der ganzen Welt immer Macarons gesehen. Also überall begegnet mir Macarons und immer wenn ich wieder zurück nach Berlin gekommen bin, da gab es keine. In ganz Berlin gab es keine Macarons. Die waren ausverkauft. Nein, sie gab es einfach nicht. Es gab sie einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, das muss sich ändern. Und dann sind Sie angefangen zu Hause in der Küche, ja. Mehl zu rühren, Zucker und was man sonst noch dazu braucht. Genau. Dann haben die Dinger gemacht, die Dinger sage ich schon, die Makrönchen. Sozusagen, ja, also Mehl nicht, weil sie sind tatsächlich glutenfrei. Also es ist kein Mehl drin, es sind nur Mandeln, Puderzucker und viel Eiweiß. Deswegen und die Leichtigkeit, genau, die schmelzen so auf der Zunge. Ja, total. Man hat außen so ein bisschen dieses Knusprige, wenn man reinbeißt, aber innen sind sie halt so ganz weich. Und ja, es hat tatsächlich damals alles zu Hause begonnen. Jetzt machen Sie in Berlin Macarons, genau. Ja, und fahren nicht mehr in der Weltgeschichte rum, weil es die jetzt hier gibt, ja, oder? Ja, tatsächlich. Und tatsächlich ist auch so ein bisschen mein Hobby, was ja eben das Backen wirklich immer war, was ich ja zum Beruf gemacht habe sozusagen. Aber mein Hobby ist leider in den letzten Jahren hat auch ein bisschen gelitten. Naja, weil Sie müssen ja nicht mehr in die Welt fahren. Gibt ja alles hier jetzt. Ja, machen genau. Sie selber. Ja. Aber da muss man ja erstmal drauf kommen, nicht? Aus dem Job aus einem großen Verlag. Ja, und ursprünglich waren Sie Hotelfachfrau, nicht? Ganz ursprünglich habe ich sogar mal Hotelfachfrau gelernt, genau. Und dann zu sagen, so, ich lebe jetzt nur davon, da denkt man doch zuerst, Sie wollen nur davon essen. Ja. Aber, haben da Ihre Freunde nicht gesagt, sag mal, spinnst du, Laura, oder was? Ja, also es gab schon einige Leute, die damals gesagt haben, so, was ist denn das jetzt für eine verrückte Idee, ja. Dass du aus so einem eben sicheren Arbeitsverhältnis und alles ist so gesettelt, dass du da jetzt auf einmal plötzlich meinst, du möchtest jetzt irgendwie Macarons backen und die auf Wochenmärkten verkaufen und was ist das für eine verrückte Idee. Aber ja, es hat sich relativ schnell eben rausgestellt, dass die Idee gar nicht so verrückt war. Genau, vor 8 Jahren war das ungefähr. Gab es da schon den Begriff Start-up? Das kam, glaube ich, gerade so ein bisschen. Sie waren doch ein typisches Start-up-Unternehmen, ne? Ja. Eines der ersten in Berlin. Ja, also eben auf handwerklicher Ebene. Ja. Also heute verbindet man ja mit Start-up immer was Digitales oder meistens, oder zumindest digital oder technologisches. Und wir sind halt wirklich ein ganz klassischer Handwerksbetrieb, ne? Also das ist eben wirklich Konditorei, Handwerk. Aber sicherlich war ich eins der ersten Handwerks-Startups in Berlin. Da muss man doch was wissen, so über Betriebsgründung und so. Wo haben Sie denn das gelernt? Das lernt man ja nicht so als Hotelfachfrau unbedingt. Nee, genau. Aber ich habe nach meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau habe ich noch ein Studium abgelegt. Ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Unternehmensgründung und Führung. Ach, guck und an. Genau. Und da also, haben Sie das schon gerochen. Ja, genau. Und haben Sie da schon gedacht, ich gründe mal selber irgendein Unternehmen? Also oder? Es war immer schon in mir dieser Gedanke, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache oder dass ich irgendwann mal ein eigenes Unternehmen gründe. Aber ich hatte schon in meinem Leben die verrücktesten Geschäftsideen. Ich wollte irgendwie einen Nussshop eröffnen, wo es irgendwie
rundum, also wie ein bisschen wie ein Süßwarenladen. Den gab es lange Zeit mal am Gendarmenmarkt. Da gab es so einen, da gab es nur Nüsse. Ja, sowas 100 verschiedene auch. Mindestens. Ja, und ich fand das auch ganz toll. Ich hatte das auch irgendwo in der Welt gesehen. Und also ich hatte das waren viele sie nicht. Ideen, aber das war dann irgendwie immer nicht so, dass es dann wirklich was geworden ist. Aber bei den Macarons, die kamen dann so ein bisschen hintenrum um die Ecke in mein Leben. Und eben irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich mache mich. Aber die Macarons, so haben Sie erzählt, auf Ihren Reisen durch die Welt immer gesucht und gefunden. Genau, nur in Berlin. Aber witzigerweise habe ich damals gar nicht sofort die Idee gehabt, dass ich mich damit selbstständig mache, sondern es war in erster Linie erstmal so, dass ich dachte, ach Mensch, die gibt es hier in Berlin gar nicht und ich möchte meinen Freunden gerne dieses schöne Gebäck zur Verfügung stellen, also backe ich die einfach selber und verschenke sie. Und meine Freunde haben dann eben immer gesagt, Laura, die sind so lecker und es gibt in ganz Berlin keine Macarons, du musst die verkaufen. Du kannst es, wir freuen uns, wenn du sie nur für uns machst, aber du musst sie verkaufen. Schaute Frau Laura Leising in ihre Studienmappe. Ja. Genau. Habe ich doch mal studiert, muss doch gehen. Wozu habe ich das gemacht? War das so? Genau, so ungefähr, ja. Dann haben Sie gesessen mit ein paar Freunden und haben gesagt, wie machen wir das? Oder ist Ihre Küche auch groß genug? Oder wie funktionierte das? Ich habe eben tatsächlich damals in so einer Nacht- und Nebel, also in vielen Nacht- und Nebel-Aktionen, Macarons geübt und habe mir von allen Freunden Backbleche ausgeliehen und habe irgendwie da Tag und Nacht gebacken, bis ich wirklich die Rezeptur hatte, die es jetzt eben immer noch ist. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich fange erstmal an, nur auf Wochenmärkten, also so ein bisschen erstmal die vorsichtige Schiene, weil ich eben auch dachte, naja, vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Grund dafür, dass es in ganz Berlin gar keine Macarons gibt. Vielleicht haben Sie hat's ja gefunden? Nein, es war scheinbar wirklich niemand vor mir da. Also ich dachte ja immer, vielleicht hat es schon mal jemand probiert und es hat nicht funktioniert. Aber scheinbar hatte es vor mir noch nie jemand probiert, weil mir wurden die dann relativ schnell eben auf den Märkten auch so aus den Händen gerupft. Was ist denn so schwer daran, die zu machen, dass Sie sagen, Sie haben probiert und probiert mit Formen und Zutaten. Manchmal fehlt zu viel Eiweiß, manchmal zu viel Zucker oder wie also ist das? Die sind Macarons, ich sage immer, das sind kleine Diven. Ja. Es gibt Tage, da werden die super und es gibt Tage, da wollen die nicht. Und das hat häufig was mit so Luftfeuchtigkeit zu tun. Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann wird das Baiser, das Eiweiß nicht so richtig gut. Ständig probieren zwischendurch. Man muss auch ständig probieren, ja. Also daran liegt es wirklich. Genau, haben Sie da mal ein Büchlein geschrieben? So werden Ihre Macarons gelingen. Tatsächlich geben wir auch Backkurse bei uns in der Manufaktur. Also man kann wirklich auch zu uns kommen und man kann es lernen. Und das ist auch sehr, sehr beliebt. Also es gibt viele Menschen, die zu Hause schon dramatische Stunden erlebt haben, wenn sie stundenlang abgewogen haben und dann gucken sie... Dann zu Ihnen kommen und sagen, Frau Leising, das funktioniert doch gar nicht. Ja? Wie viel Zucker nehmen Sie denn? Oder? Ja, so ungefähr. Genau. Aber Sie sprachen schon von der Manufaktur. Erstmal haben Sie ja geübt zu Hause in der Küche. Genau, am Anfang habe ich von Freunden und so. Ja, genau. Also das war schon wirklich zu Hause. Aber in dem Moment, als dann klar war, dass ich es halt wirklich auch professionell verkaufen möchte, in dem Moment habe ich mich erstmal eingemietet in eine andere Backstube und bin dort dann 3 Tage die Woche backen gewesen und 2 Tage die Woche habe ich dann die Macarons auf den Märkten verkauft. War das nicht schwierig, weil Sie kein Mehl verwenden? Wenn Sie in einer Backstube sind, da wird ja ständig Mehl verwendet. Die sind glutenfrei. Genau, aber ich hatte... Da müssen Sie auch höllisch aufpassen, dass das nicht mit Mehl zusammenkommt. Ich hatte tatsächlich so ein kleines Kämmerlein, so ein extra Kämmerlein, wo ich die dann eben auch gebacken habe, ja genau. Sonst wäre das ja misslungen. Sonst zumindest das glutenfrei wäre misslungen, ja. Genau. Ja. Und kann man die auch mit Mehl machen? Oder sind die immer glutenfrei? Also die sind eigentlich immer glutenfrei. Es gibt inzwischen, weil ja Mandeln sind ja sehr, sehr teuer geworden in den letzten Jahren. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Macarons inzwischen auch, wo dann auch Mehl verwendet wird, um einfach den Preis ein bisschen runter, den ja, Produktionspreis ein bisschen runterzukriegen. Erzählen Sie doch mal Ihr Rezept oder ist das geheim?
Naja, also ich sag mal so, es ist nicht 100% geheim. Also wie gesagt, in unseren Backkursen geben wir es ja auch weiter. Es gibt natürlich so 2, 3 Kleinigkeiten, so vor allen Dingen so gar nicht unbedingt an den Zutaten, aber wirklich an der Herstellungsweise, die natürlich schon ein kleines bisschen das geheim sind. Erstmal die Zutaten. Also ja, oder holen Sie mal Blatt und Papier, Blatt und Bleistift. Ja, und was machen Sie da rein? Wie viel Zucker, wie viel Ei brauche ich denn dafür? Für ein oder wie viel sind das? 2, 4, 6, 8 Stück. Also man braucht. Aber wir machen es noch spannender. Wir machen jetzt erst eine kleine Werbepause. Und dann können Sie sich ein Blatt Papier holen und einen Bleistift. Und dann verraten wir das Geheimnis, wie man diese schönen Makarons oder Makrönchen. Makrönchen. Makrönchen ja. Backt und aber nichts weglassen. Und verraten wir uns das Geheimnis, Laura Leising, sie hat nämlich eine Makrönchenmanufaktur in Berlin und wie das entstanden ist, darüber geredet und wie es heute ist, darüber reden wir gleich nach der Werbepause, wenn Sie denn Blatt und Bleistift vor sich liegen haben. Bis gleich.